Einen wunderschönen guten Hallo, meine lieben kleinen Freunde auf YouTube. Moment, Störgeräusch. Oh Gott. Licht. Wieder Licht. Ha. So, ich wünsche einen guten Tag. Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Tag, ne? Ja, heute haben wir nicht so viel vor. Ehrlich gesagt, so gut wie gar nichts. Aber ich habe eine WhatsApp bekommen von meiner Mutter, dass eine Bestellung bei ihr abgegeben wurde. Bedeutet, wir gehen gleich zu Mama Katze. Aber vorher werden wir was essen, denn ich habe Hunger. Und ich habe mir vorgenommen, eher dreimal am Tag zu essen jetzt, mittlerweile. Vielleicht schaffen wir das ja auch. Wer weiß. Jetzt erstmal futtern. Mal gucken, was ich futter. Wahrscheinlich Fleisch. So, Essen ist fertig. Ich habe mal Landjäger gegessen und Tomate und so weiter. Ich filme immer von unten. Euch hat das anscheinend gestern, also ein paar hat das gestört. Das hat aber den Grund, dass wenn ich so durch die Gegend laufe, finde ich einfach nicht geil. Das ist einfach so. Ich habe meinen Schlüssel, gut. Ich habe den Zweitschlüssel. Was habe ich gerade gesagt? Ich habe meinen Schlüssel, ich habe meinen Schlüssel gar nicht, ich habe mein Handy. So, wir gehen jetzt hoch zu Mama Katze. Machen eine Party. Guck mal, begeistert. Ja, okay. Okay. Gefunden. Jetzt bin ich gerade am gucken, ob wir hier irgendwo noch die zweite Katze finden. Die erste habt ihr ja gerade gesehen. Aber die zweite Katze scheint wohl unterm Bett zu sein. Okay. Gibt's halt keine zweite Katze. Fienchen. Hallo. So, wir müssen jetzt leider den Ventilator anmachen, denn ich bin am Verglühen. Ich hoffe, dass es einigermaßen funktioniert mit dem Lautstärkepegel. So, schön 17, schön 17. 17. So, ich habe hier das Paket vor mir liegen. Und ich werde das jetzt kurz auspacken und euch dann zeigen, was drin war. Paket ist es halt in der Tüte, ne? Wir wissen schon, was drin sein wird, aber wir werden uns das gleich zusammen angucken. Da haben wir sie. In den perfekten Farben, würde ich mal behaupten. Ne? Die sind jetzt Größe 48. Eigentlich habe ich eine größere Schuhgröße, aber ich habe gehofft, dass sie zum einen größer ausfallen und zum anderen eben durch das Abnehmduell auch ein bisschen meine Schuhgröße schwindet. Selbst wenn nicht, bin ich es eigentlich gewohnt, kleinere Schuhe zu tragen. Das sind meine alten Schuhe, da liegt jetzt alles auf dem Boden. Ja, das sind sie. Mieze, Katze, Maus. Und wieder ist der Ventilator aus. Ich habe gerade eben eine lange Zeit Sachen vorbereitet. Mit Sachen vorbereitet meine ich im größten Teil, dass ich mit meinem PC gespielt habe. Und gespielt meine ich größtenteils damit, dass ich ihn aufgeräumt habe. Also nicht hier draußen, wo es nötig wäre, sondern halt meine Platte und sowas. Ich habe aber gerade auf meinem Handy geguckt und Pokémon Go Raid ist gleich in der Nähe. Und zwar Stufe 2 Raid ist gerade mit Flunkiefer. Und später ist noch ein Stufe 1 Raid. Und heute Abend ist ja noch der Mama-Katzen-Stream. Und ich dachte mir, ich könnte ja jetzt kurz mal wenigstens zu der Arena dorthin gehen. Die ist direkt hier ein paar Meter weiter. Und hol mir den Flunkiefer. Da werde ich jetzt nicht direkt mitfloggen, sondern ich werde es euch nur kurz sagen.
Draußen regnet es immer wieder gerade. Also es gab gerade riesen Regenschüsse aus dem Himmel. Und ja, ich hoffe, dass das Wetter jetzt ganz kurz für ein paar Sekunden hält, damit ich kurz den Raid machen kann. Und dann geht's wieder zurück, denn in ja, ungefähr 2 Stunden fängt der Mama Katze-Stream an. Ne? Jo. Hello. Ich werde jetzt gleich den Salat mit Tomaten, Käse und so. Moment. Bestes Standbild von der News Time ever. Wieso ist mir das gerade nicht aufgefallen? Okay, läuft. Leute, ich werde mir jetzt die Mozzarella machen. Also Mozzarella zerkleinern. Vielleicht auch nur klein schneiden. Den will ich gar nicht zerkleinert haben. Den will ich ein Häppchen haben. Tomaten werde ich mit reinschmeißen und den Thunfisch werde ich mit reinschmeißen. Ich werde das Ganze ein bisschen würzen. Und werde euch noch ganz kurz informieren, der Flunkiefer war gut, also ich habe das Pokémon gefangen und würde euch gerne noch informieren, dass ich gut unterwegs war mit den neuen Schuhen. Es ist noch was anderes angekommen und zwar das hier, eine Schwimmblille, die hatte ich nämlich noch bestellt und das war's für den heutigen Tag. Sobald dieses Video online ist, könnte es sein, dass im gleichen Moment auch Mama Katze streamt. Also ich streame heute mit meiner Mutter zusammen. Ab 19 Uhr auf meinem Kanal, wenn ihr es noch nicht gesehen haben solltet, dann guckt doch gerne vorbei. Der Stream wird auch im Nachhinein online gehalten werden. Alle Donations, die heute reinkommen in diesem Stream, gehen an Mama Katze. Bedeutet, wolltet ihr meiner Mutter schon immer Geld spenden dafür, dass sie nicht am PC machen kann? Das ist eure Chance, Leute. Ich danke euch sehr fürs Zuschauen. Schaut auf jeden Fall bei Valui und bei den anderen vorbei. Mit den anderen meine ich den Leuten in meiner Kanalbox, ne, so rechts an der Seite. Schaut gerne mal bei den Leuten dabei. Jetzt, wo gerade bei mir weniger Videos kommen, könntet ihr vielleicht dort ein bisschen Unterhaltung finden. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, dieser Daily Vlog war nicht allzu kurz. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht das gut und bis dahin erstmal. Ciao.